Also mit Skifahren habe ich begonnen, als ich 3 Jahre alt war, habe ich Skifahren gelernt bei mir im Hausberg, direkt 100 Meter neben unserem Haus. Und dann ist es halt weitergegangen in den Skiclub und jetzt dann in DSV. Zum Skifahren hat mich eigentlich keiner wirklich gebracht. In unserem Tal, in unserer Region wird einfach viel generell für Wintersport gemacht. Und nachdem auch in meiner ganzen Familie alle Skifahren, wie gesagt, war das dann auch nochmal ein großer Grund dafür. Also meine anderen Sportarten, die ich gerne noch mache, neben dem Skifahren, ist Golf. Ich spiele ganz gerne Golf und generell spiele ich auch gerne Fußball oder Tennis, immer was mit Ballsportarten zu tun hat. Meine wichtigsten Wegbegleiter sind eigentlich meine Eltern natürlich, die immer hinter mir gestanden sind. Dann natürlich auch die Deutsche Sporthilfe. Ich glaube, die Deutsche Sporthilfe ist eigentlich so die erste richtige Sponsor, die mich unterstützt hat. Und auch jetzt im Hinblick mit der Sporthilfe die Deutsche Lufthansa, die mich mit der Nachwuchs-Elite-Förderung unterstützt. Ich möchte gerne im März ein Studium beginnen, in Erding, Sportmanagement wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich möchte einfach meinen Kopf trotzdem weiterbilden. Die Olympischen Spiele haben für mich einen sehr hohen Stellenwert, weil einfach Olympia liegt über allem. Es ist egal, man kann noch so gut im Weltcup fahren oder Weltmeister werden. Wenn man Olympiasieger ist, dann ist man einfach noch mal höher. Auf die Olympischen Spiele bereite ich mich eigentlich besonders vor. Letztendlich habe ich für Olympia keinen speziellen Trainingsplan. Denn man soll ja eigentlich auch an das Olympiarennen so hingehen, wie auch an jedes andere Rennen. Der Gewinn einer Medaille wird mir natürlich wahnsinnig viel bedeuten. Ich glaube, das ist schon richtig megamäßig, weil dann ist man schon gut dabei in der Sportelite. Wir sehen uns bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010.